Hallo und herzlich willkommen, meine Folge von Let's Play Minecraft Together zusammen mit Henrik. Schön, dass das diesmal geklappt hat. Ja, was wir heute machen. Henrik, dein Einsatz. Ja, was machen wir heute? Das sieht cool aus. ja, was machen wir heute? Ich würde sagen, Lars, weißt du, was der Hammer ist? Ich glaube, Henrik ist tot. Gerade spielt sein Geist einfach viel weiter. Alles klar. Henrik, hast du eine Stimme? Oder ich hab auch, mit mir reden? Ich habe auch eine Stimme. Okay. Ich habe gerade gefragt, weißt du, was der Hammer ist? Was? Weißt du, was der Hammer ist? Lol. Lars? Lars? Das muss die Verbindung sein. Lars? Lars? Rick? Ja, Lars? Ja, ich rede aktuell. So. Ja, sehr gut. Hörst du mich? Henrik? Lars? Ja, also wir hören ihn. Ja, dann sag doch mal was. Ja, tue ich doch die ganze Zeit. Ja, jetzt muss man mal ganz kurz hier mal schauen. Discord. Hallo, hörst du mich? Mal kurz raus. Hallo? Hallo? Rick? Ja? Henrik? Ja? Hallo? Oh. Hallo? Ah, Henrik? Ja? Jetzt höre ich dich. Ah, sehr gut. Also es war halt ganz komisch, wenn ich vom PC weggegangen bin, habe ich dich gehört. Wenn ich wieder hingekommen bin, warst du wieder weg. Lol. Ja. Okay, was haben wir letztes Mal gemacht? Was wollen wir diesmal machen? Erzähl mal. Ja, ich weiß es nicht. Also wie wir ja gerade vorher schon besprochen haben, wir haben beide Ideen, tolle Ideen. Wir müssen ja aber auch noch so ein paar Dinge fertig machen. Das Lager, das ist ja, sagen wir mal so, zu 20% nicht fertig. Und du meinst zu 20% fertig, weil das sieht mehr unfertig aus als fertig. Ja, meinst du. Aber der fertig aussieht, bist du. Weißt du, was der Hammer ist? Werkzeug. Scheiße, den Witz wollte ich gerade bringen. Ja. Ah, doof, ne? Ja. Die sexistischen Witze lasse ich mal weg, ne? Mach mal. Weglassen, also, oder was? Wie du möchtest. Oder soll ich die bringen? Mach's doch. Nee, ich hab keine Lust auf einen Strike von YouTube. Das wäre noch ein bisschen früh dafür. Mal
Feinste. So. Ach, ich wollte... Du wolltest? Eigentlich hier den Boden ja vorher machen, bevor ich das Dach mache, ne? Hatte ich doch in der letzten Folge mal irgendwie so gesagt, dass ich erst den Boden mache. Wieso erst den Boden? Es macht aber auch keinen Sinn, erst den Boden zu machen und dann das Dach. Weil das Dach brauchst du doch, um das Wasser rauszubekommen, oder nicht? Nee, ich werde erst den Boden machen, dann werde ich das alles mit Erde zubauen und dann setze ich das Dach da drauf. Weil dann kann ich nämlich die Barriere da vorne wegbasteln und mich dann einfach durch die Erde durchbuddeln. Okay. Hast du nur genug Luft oder? Nö, ich muss immer wieder auftauchen. Abtauchen, ne? Immer wieder abtauchen, ja. So ein bisschen wie der Wirecard-Chef, ne? Ja, genau. So. Könntest du mir helfen? Ja, ich suche gerade Cobblestone. Gut. Cobblestone. Aber haben wir offensichtlich nicht mehr. Cobblestone habe ich noch. Keinen mehr. Ja, ich habe aber noch welchen. Also wenn du möchtest, kannst du gerne welchen holen. Mach ich das doch. Dann warte. Ach, warte, hier ist noch eine Kiste noch. Hier ist aber auch keine Ahnung. Okay. So, und du möchtest wirklich Cobblestone unten reinmachen? Ja. Unten ist das ja egal. Unten ist es ja wurscht. Sagen, dieses Unterwasserbauen ist schon anstrengend irgendwie. Ja, das geht voll auf die Luft, ne? Ja. Also, wenn du mehr Cobblestone brauchst, sag Bescheid, ne? Aber wir müssten doch, wir haben doch so viel Cobblestone gesammelt. Ja, ich glaube, das ist alles eine Mine. Ach, meinst du? Das haben ich wir erst. Du hast ganz da gelassen, meine ich. Stimmt, das kann gut sein. Dann. So, ich hoffe nur, jetzt kommen keine Wasserzombies mit Dreizack. Oh ja. Hier diese Poseidons. Ja. Also ein Wasserzombie ist schon hinter dir. Aber der hat keinen Dreizack. Ja, das Problem ist ja, die müssen nicht atmen. Die sind ja schon tot. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich gemein von denen, finde ich. So. Ich habe schon ein bisschen was geschafft. Das ist gut, ich arbeite dran. Geh mal ganz kurz rüber in die Mine. Und suchst nach Hermine. Cobblestone. Jupp. Das ist voll der Plan. Da wird ein Dorfbewohner von... Oha. Ich gehe doch nicht in die Mine. Wieso? Lass mich im Schlafen gehen, Henry. Okay. Der Dorfbewohner hier wird gerade von 20 Zombies verfolgt, gefühlt. Aber so. Hubilla. Ach so. Oh, ich habe Diamanten dabei. Die soll ich gleich mal wegpacken, bevor ich wieder sterbe. Das ist eine Idee, ja. Ja, ich arbeite doch dran. Geht so. Doch. Ja, natürlich geht das. Aber hier ist kein Cobblestone. Tatsache. Geh mal in die Mine. Ja, ich komm mal. Am besten ohne den Creeper zu reizen. Na gut, dass du mir Bescheid sagst, dass das ein Creeper ist. Ah! Was war da? Ein Skelett. Ein Skeleton. Ein Skeleton. Wir sollten das irgendwie mal sichern, dass da keiner reinkommt, ne? Stell dir vor, da ist ein Creeper drin. Ja, das ist halt auch eines meiner nächsten Pläne, da einen Mineneingang, also so einen vernünftigen hinzubauen.
Lass uns mal so einen richtigen Mineingang hinzimmern. Lol. Wie kommt der denn hier rein? Keine Ahnung. Ach, du warst so schnell. Ich kann das gar nicht so schnell. Das ist eine Tastenkombination, die ich nicht kenne? Nee, das läuft einfach automatisch. Bei mir. Also das ist einfach so klick, 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 dann habe ich das. Weißt du? Okay. Ja, du bist ein bisschen geübter, geübterer Spiel. Nochmal. Fehlzündungsfeuerwerk. Du bist ein etwas geübterer Spieler als ich. Ja. Ich habe mir vorhin... Du bist ja auch Paro ohne mich. Ja, Paro spiele ich schon nicht mehr. Das ist... Boah, Paro ist doch schon ein Jahr her. Wieder raus hier. Was ist hier passiert? Ach, Explosion würde ich sagen. Ja gut. Warum auch nicht? Auch nicht. Ja, also Paro ist echt schön. Wie hat das denn aufgehört? Tja, das ist eine gute Frage, weil, ach so, ja, weil der das gemacht hat, hier Joghurt, der hat irgendwie, dauernd wollte der irgendwelche Updates da reinmachen, weil dem das Spiel dann doch nicht gefallen hat und dann hat er wieder neue Mods und wieder neue Mods und dann wollte er wieder eine neue Welt und dann sollte man direkt in der neuen Welt aufnehmen und dann hat er daraus aber direkt wieder eine neue Welt gemacht und man musste immer wieder von vorne anfangen und darauf hatte ich keinen Bock mehr. Du bist also schuld gewesen. Ja, ja, genau. Also ich hatte irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber Henrik, dafür haben wir ja so ein ganz tolles Projekt hier. Ja, ich finde auch. Das ist einfach wesentlich entspannter. Und wie ihr alle sicherlich wisst, das Abonnieren und das Schauen und das Liken unserer Videos ist komplett kostenlos. Tut also nicht weh und lastet nicht eure Brieftasche. Das ist das Wichtigste. Also das mit der Brieftasche. Und ich finde auch, dass unsere Videos durchaus Unterhaltungswert haben. Also wenn ihr es mal nicht gucke, ich lache mindestens einmal im Video. Ja. Also, ja. Also das ist wirklich eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn ich auch schon ein bisschen traurig, dass wir selber unsere Videos angucken, aber. Ja, aber ansonsten kriegen wir ja keine Klicks, ne? Ja, genau. Ja, wir sind auch mal die die Kommentare schreiben, wie zum Beispiel Tatjana will dich treffen oder so, das bin ja. Ich zum Beispiel. Da hast du aber viele Accounts, ne? Ja. Alter Falter, ist das nicht ein bisschen anstrengend, die alle zu betreuen? Wenn man die Links anklickt, die da in diesen Kommentaren drin stehen, dann landet man auf unseren Videos. Ist das nicht geil? Henrik? Ja? Was denn? Da. Was denn? Klingt so ein bisschen witzig gerade. Ich klinge witzig, ich klinge immer witzig. Als wenn du gerade irgendwas Witziges gesagt oder gemacht hättest. Nee, ich hab ein bisschen schnell nicht. Weil ich so lachen musste, habe ich vergessen aufzutauchen. Und habe ein bisschen über meine eigene Doofheit gelacht. Achso, also weil du lachen musst du lachen quasi. Genau. Hast du was zu essen dabei? Ja. Dann magst du mir was geben? Schwimmt an der Oberfläche. Nee, ist untergegangen. Wurde. Ah, Kacke. Brot für Lars. Dass das Brot nicht nass wird, wenn ich es einfach in der Hand halte unter Wasser. Krass, ne? Ist schon ein krasses Brot. Yep. Ja, immer diese Unterwasserpflanzen hier, ne? Die nerven so ein bisschen. Der Seetang. Ja. Das erste Mal in meinem Minecraft-Leben, dass mich Seetang nervt. Ja, also mich hat er davor halt immer genervt, ne, wenn du ihn wieder in Massen abgebaut hast. Ich unnötig einfach. Nein, das war super wichtig. Den haben wir niemals gebraucht komplett. Ja, natürlich nicht, weil wir immer so viel hatten. Ja, richtig. Viel zu viel. Aber am Ende konnten wir froh sein, dass wir keine Kohle dafür verschwenden mussten. Also Geld wollte ich nicht für ausgeben. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Du bist irgendwie schneller als ich. Wieder auch ein geübter Bauer, ne? Ja, das ist richtig. Ich sammle den Seetang mal ein, ne? Vielleicht brauchen wir den ja noch. Ja, mach mal, bitte. Das ist voll nett, danke. So, das muss dann jetzt noch mit Erde gefüllt werden. Das macht Spaß. Kann man es nicht einfacher haben? Also. Ja, wenn wir Schwämme hätten, dann ja, aber haben wir nicht. Dann lass uns aber welche suchen gehen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, wie man Schwamm. Naja, wir sind ja auch am Ende der Folge und du hast die Folge so schön anmoderiert. Möchtest du sie auch abmoderieren? Das ist schon so lange her. Wie ging das nochmal? Warte, ich versuch's mal. Okay, und das war's mit uns. Stopp. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr wollt, lasst doch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da. Das Ganze ist kostenlos. Abonnieren geht. Wo geht das nochmal, Henrik? Erzähl mal. Rechts oben. Rechts oben im Video. Ja, wenn ihr wollt, das ist das schlecht, ey. Mach du es lieber. Das ist besser. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das Ganze funktioniert entweder unter dem Video oder das mit dem Abo. Das funktioniert jetzt auch rechts oben eingeblendet im Video. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann drückt doch einfach auf den Button, der jetzt rechts unten angezeigt wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Together zusammen mit Lars. Ciao, ciao.